Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima Legends. Wir hatten beim letzten Mal die erste Kampagnenmission auf Gold angefangen und auch abgeschlossen. Allerdings, das war jetzt Premiere, wir hatten es nicht mit einer Aufnahme im Gesamten geschafft, sondern mussten das gegen Ende splitten auf zwei Parts. Das ist aber kein Problem, weil sofern diese Aufnahmen dann hochgeladen werden, kommen beide separat am gleichen Tag auch online, sodass man halt nicht warten muss. War ein Grundgedanke vom VOG, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Finde ich auch sehr gut, wird auch so übernommen, passt also. Also man muss da jetzt nicht zwingend unnötig auf was warten. Und ja, man kann festhalten, es war anstrengend. Nicht nur der Anfang war schon ein bisschen eine Verarsche mit den zwei Onis, die da mit ihrem Lebensband zusammengehalten wurden, sondern auch die Tatsache, dass das dieses Dorf oder diese befestigte Anlage von den Mongolen in Kapitel 3, ja, es war schon, also ich habe mich eher gefühlt wie ein Sniper Elite anstatt halt jetzt in Tsushima Legends, weil einmal falsch ausgeholt, einmal falsch geschossen und schon hast du quasi alle hinter dir. Und ich glaube, das wird nicht nur bei einer Mission so bleiben, dass es eventuell aufgesplittet werden muss. Weil wir wissen, die Playsee nimmt maximal eine Stunde Aufnahmenzeit mit. Und wenn das überschritten wird, dann wird der Anfang überschrieben. Dementsprechend denke ich mal, kann es passieren, dass man öfters pausieren muss innerhalb der Mission. Aber jetzt will ich selber von mir aus weniger labern, weil die Zeit läuft ja schon und in dem Sinne, ich bin nicht alleine und ich übergebe das Wort weiter an den VOG. Hallöchen, Freunde. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der zweiten Mission läuft. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder mit den Tatsachen konfrontiert werden, dass das nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Gerade diese Anfangsgänge von Missionen. Natürlich, auch da ist es wieder so, je mehr Missionen wir auf Gold schaffen, kriegen wir bessere Ausrüstung, umso leichter und schneller fällt uns das dann auch und geht das auch. Aber noch ist es nicht so weit und deswegen hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen. Eine kurze Info für euch, falls ihr euch wundert, dass ich nicht dieselbe Rüstung oder dasselbe Aussehen habe wie letztes Mal. Ich habe das einfach ein bisschen optisch verändert, weil ich weiß nicht, ich brauche immer hin und wieder ein bisschen Abwechslung, weil ich halt kein Main-Kostüm habe insofern, wo ich sage, yo, die Rüstung muss bleiben und der Helm muss bleiben, sondern ein bisschen Abwechslung tut ganz gut. Und ich finde als Gesamtaussehen sieht das schon ganz nett aus. So, nun zurück zur Story-Mission. Ich muss sagen, wir haben gerade schon drüber, herzhaft drüber gelacht, aber auch gleichzeitig geweint. Der Fluch der Onibaba. Ihr wisst vielleicht jetzt mittlerweile, was auf uns zukommen wird, und zwar die verkackten Mönche. Die verkackten Mönche im dritten Kapitel. Und ich muss jetzt schon lachen, weil ich jetzt schon weiß, dass das nicht lustig wird, dann mal los, sondern frustrierend. Es wird frustrierend und ich hoffe, dass wir vielleicht einfach nur Glück haben und es doch irgendwie gut von der Hand geht. Aber ich glaube, nee. Ich glaube, das wird nicht so funktionieren, wie wir es uns der Fluch vorstellen. Der Onibaba. Ja, wäre nur Uchitsune bei uns und könnte uns unterstützen. Wobei, ich glaube, der würde auch nichts bringen. Ja. Och, nö. Wir haben wieder das mit dem Kami-Schrein oben. Ja. Och, nö. Ich würde aber jetzt schon mal in Voraussicht sagen, für das dritte Kapitel, lass uns das so angehen wie auch im dritten Kapitel der letzten Mission. Ohne dass wir in die Nähe der Mönche gehen, erstmal die Leute mit dem Bogen, sage ich mal, so gut wie es geht, dezimieren. Genau. Gut, was natürlich passieren, ich weiß ja nicht, wenn die aufgeschreckt werden, ob sie dann gleich schon zu den Mönchen rennen.
Was jetzt nicht vielleicht von Vorteil wäre, aber das war schon wieder komplett verkackt, ey. War klar, warum auch einen Attentat machen? Boah. Alter. Ah, ich merke schon wieder, schadenstechnisch teilen die gut aus, ey. Lieben Herren. Also, Freunde, ne, ich sag euch eins. Wenn ihr mal das vergleicht mit einer Silbermission, die hier jetzt in Gold, ey, die halten das Doppelte aus, das ist Wahnsinn. Und dabei sind wir gar nicht so sehr, sorry, ich wollte dir einfach nur ein bisschen helfen. Ein Weg zu dem Kamin öffnete sich. Die Geister nutzten dieses. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ach ja, wir sind jetzt zwar jetzt nicht so krass unter dem Level, was empfohlen wird. Und umso weniger verstehe ich es dann, warum das dann so schwer fällt. Also warum die Gegner dann gefühlt wie so ein Fels in der Brandung ist, dass die einfach gefühlt das Doppelte oder Dreifache aushalten. Aber das haben wir schon in der ersten Mission gesehen. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese Elementarteile wiederfinden. Das eine also weiß ich hab meins schon. Ich hab jetzt meins auch. Die Sonnenabstimmung. Wollen wir das dann hier mit dem Kami direkt machen? Können wir machen, ja. Und hoffen, dass wir nicht wieder denselben Fehler machen. Okay, Alter, es sieht immer so knapp aus, ne? So, und jetzt danach muss ich zweimal hintereinander. Genau. Ich glaube, das ist aber gleich geblieben. Okay, warte, du musst aber drauf bleiben. Sonst. Okay. Nein! Bruh. Gefühlt müssen wir eigentlich schon fast so gut wie zeitgleich springen. Ja. Aber ich habe das gar nicht so in Erinnerung gehabt. Ich dachte, die eine Plattform verschwindet zwar. Aber nur dann, wenn du nicht drauf bist. Egal, probieren wir es nochmal. Try it again. Mach das. Ich denke jedes Mal, ich flieg runter, ohne Scheiß. Also dann am besten dann nachdem. Alter. Achso, ja. Da war mein Hirn wieder ausgeschaltet. Beim ersten ist das ja noch easy. Okay. Und jetzt gleichzeitig. Alles klar. Ja gut. Das hat ganz gut funktioniert, ne? Aber man sagt ja nicht umsonst, aller guten Dinge sind drei. So kann man natürlich die Aufnahme auch strecken, ne? Ja, ihr müsst das wissen, wir wollen einfach schlichtweg nicht zu den Mönchen. Genau. Solange also wie es geht, davon fernbleiben. Solange wie es geht, in dem ersten Kapitel verweilen, weil das hier noch mit am einfachsten ist. So kann man sich selber auch schön vorlügen. Ja. Ja, irgendeine Lüge müssen wir ja haben. Es mangelt nicht am Skill, es ist einfach nur, wir finden das, okay. Diese Herausforderung einfach geiler. Dann, okay, warte. Also, dann würde ich sagen, auf drei. 1, 2, 3. Ja, it was a close one. It was very close. So, du zuerst. Ach so. Ja, okay. Mann. Was eine Geburt. Muss ich das jetzt auch nochmal machen? Nee, ne? Nö. Das war's. Das war's. Ah, das ist ja schön. Haben die wieder diese Sonnenabstimmung? Ah nein, der Jünger. Verdammt, Alter. Da müssten wir ja eigentlich erstmal durch oder so. Die müssen einfach nur aus dem Gebiet hier rauslaufen. Ach so, okay.
Dann habe ich mir einen Bogen geholt. Schaffst du es gegen den? Ja. Also, muss, er darf halt nur nicht ins Gebiet rein. Ja. Ach, Junge. Draußen bleiben. Guck mal kurz, wo der Jünger ist. Aber ich glaube, der ist wieder da oben auf dem gammeligen Felsen da oben. Aber willst du mal was wissen? Wie auch schon das Mal davor, scheint hier kein weiterer Gegner zu sein, bis auf ihn. Echt nicht? Ja. Und das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Okay. Hab ihn gleich. Hab ihn. Die Geister trafen hier. Tatsache. Ja gut, das war vorher nicht so. Das stimmt. Na. War hier sonst noch was? Nee, nee. Die Geister, bringt sie zu mir. Sie ist in mir und nähert sich. Bitte, ihr müsst die Unibaba aufhalten. Sie ist bereits im Heiligen Wald. Jo, war nett mit dir. Wir kommen nochmal zurück, wenn es dann Albtraum heißt. Replay. Oh ja. Ach ja. Puh. Ja, das war ja, noch leicht. Diesmal kommt ihre Fratze nicht. Ja, aber ich glaube, auf Silber war das auch schon mal so. Ich glaube, wir hatten hier zwei oder dreimal spielen müssen wegen dem Nachtrag. Oh. Oh nein, Bären! Nein! 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 Ach du Heilige! Nö! Nö, Alter, nee. Ich würde jetzt gleich mal was testen. Wilde Bären bewachten ihre mongolischen Bändiger. Oh oh, pass auf von rechts. Der Bär. Oh, aber der ist nicht. Oh, der Jünger kommt. Oh Gott. Warte mal, wo ist denn der Junge? Dass wir uns erstmal auf ihn konzentrieren. Ja. Ich bin nochmal weg, nee. Wo ist denn der? Ist das der da hinten, der mit dem mit den gekreuzten Schwertern? Oh. Sauber. So, Freunde, jetzt könnt ihr kommen. Jetzt habe ich damit keine Schmerzen. Oh nein. Oh. Oh. Wird jetzt aber gerade ein bisschen. Nein! Oh, der Jünger. Damn it! Damn it! Wo ist der kleine Kackenkasper? Warte. Okay. Der nächste ist down. Scheiße, nein, 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 ich bin vergiftet. Okay, Digi, ich muss erstmal. Kotz dich aus, komm. Ich muss erstmal hier weg, Alter. Ich muss mir erstmal hier eine geile Trommel reinballern, weil sonst ist hier echt Schicht im Schacht. Mach das. Zwei also? Kriegsgeneräle habe ich gerade gekillt. Die sind auch schon mal weg. Jetzt habe ich einen okay. Bären hinter mir. Oh, ey, Alter! Ehrlich, Alter! Wir haben jetzt alle aufgeschreckt. Das ist das Problem. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, das ist am besten, wenn wir zusammenbleiben. Oh. Ach, Scheiße. Okay. Ich kann mal zusammenbleiben nochmal überlegen. Nein! Ja, moin. Ey, ganz, ganz, ganz ruhig, Großer. Ich komme hier nicht weg! Ich bin wieder bei dir! Nein.
Nein, 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 Alter. Einmal blöd getroffen und dann bin ich weg. Nein! Wie lange hast du noch? 22 hey. Sekunden. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, fuck mal, Alter. Nein! Boah! Ne! Scheiße! Scheiße! Nein! Ja, haben wir die Mission hier schon mal verkackt. Ja. Oh, verdammt. Ja, aber ich habe mich 2-3 Mal hintereinander versucht wegzurollen und nur weil das ein Abstand war von dieser, ich möchte noch nicht mal sagen, Klippe. 10 cm Abstand nach unten, ne? Ich kam nicht weg. Aber ich glaube, das große Problem war auch, weil wir alle aufgeschreckt hatten. Wir hatten wirklich alle aufgeschreckt. Alle an den drei Orten. Das war das Problem. Können wir mal beide schon mal einen Headshot an den Jünger austeilen? Sofern die Jünger weg sind, glaube ich, ist es auch nicht mehr so problematisch. Gut, der eine ist weg. Und vielleicht sollte man noch nicht nach rechts oder links laufen, weil die anderen halt noch nicht aufgeschreckt sind. Gut, das mit dem Bär war jetzt halt ein bisschen doof. Ist ein bisschen doof gelaufen. Nein! Boah, Alter, nicht da runterfliegen. Vorsicht! Was war denn da? Ja, ich bin mal wieder vergiftet. Jetzt kotzt er sich erstmal aus, ey, nee. Ich glaub. Alles klar, da kommt schon der Bär und ich bin tot. Ab in die Schatten! Sehr gut. Ich glaube, am wichtigsten sind jetzt erstmal die Kackbären, Alter, weil die kannst du wirklich nicht parieren. Ja, stimmt. Boah, pass auf. Es ist. Es ist einfach. Oh, Scheiße, ey. Warum leuchtet der denn jetzt alles rot auf einmal? Wieso hat er jetzt ein neues Leben, Alter? Ach, der Jünger ist da. Ja, alles klar. Nee, Diggi. Das wird nix. Einen Versuch haben wir jetzt noch. Ganz ehrlich, ne? Also hoffe ich mal. Ja. Ja. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon strugglen im zweiten Kapitel, wie soll es dann bei den Mönchen sein? Ey, die Versuche, die sind jetzt schon irgendwo. Am besten ist scheiß auf die Jünger. Wir brauchen erstmal die Bären. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Bären ob die auch das von den Jüngern haben, also diese zusätzliche Kraft. Anscheinend nicht. Wo ist denn der erste? Siehst du da einen? Ah ja. Junge! Junge! Ja, bin schon wieder aufgeschreckt. Das ist absolut unnötig. Ja, den hast du. Weil mein Leben, ja, ist gerade echt unfassbar, ey. Ja gut, gegen die brauchen wir jetzt gar nicht kämpfen, das hat keinen Wert. Ich setze jetzt schon mal meine Fähigkeit ein, dass ich ein bisschen Leben absauge. Mach das. Ja, warum gehen jetzt alle auf mich? Sekerem. Da kommt schon der nächste Bär. Ich bin weg. Warte mal, ich helfe immer ein bisschen. Oder auch nicht. Boah, Alter.
Alter, komm schnell zur Heilungstrommel. Ja, bin dabei, bin dabei. Ich will mich gleich noch um den nächsten Jünger kümmern. Ja. Ich versuche ihn mal auch von aus der Distanz zu holen. Okay, er hat nicht mehr viel. Ja, sieh es. Der ist weg. Aber. Der andere Jünger wird wahrscheinlich erstmal gar nicht kommen. Ich glaube, das waren schon drei, oder? Nee, nee, einer fehlt noch. Ah, da kommt dieser scheiß Bär, Alter. Der ja. Hey. Der ist schlimmer als die. Oh Mann! Nee, Digga. Kannst du knicken. Hä? Warum bist du auf einmal da hinten? Nee. Nee, keine Chance. Keine Chance, Alter. Nee, komm. Dieser Weltenindikator für diese Mission, ey, das ist ja anders belastend. Oh, gut. Ey, immerhin habe ich den Jünger. Ja. Alter. Come on. Alter. Oh, oh. Oh. Nein, der Bär. Mm. Ich bin nochmal weg. Piggy. Ja, ich komme mit, ich komme mit. Den musst du aus der Distanz holen, Alter. Das hat keinen Wert. Boah. Alter. Wo denn noch? Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär hin? Wo ich ist er hin? Nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der ist hier unten. Alter. Er rennt weg. Ja, okay. Headshot. Komm nochmal. Ja, er ist fast down. Er ist fast down. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Nein. Ja, er ist weg. Alter, das ist ja mehr hier wie so ein Crash Bandicoot gefühlt. Weißt du, Jump'n'Run, Digga. Alter, nee. Oh. Nee, 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 der hat Feuer. Da hau ich mal ab. Ciao. Ich hab keine Pfeile mehr. Och, nö. Ach, nee, ey. Einfach nee. Nein! Du Drecksau, Alter. Sorry. Alles gut. Die Emotionen kochen über. Ich muss ganz schnell weg, Alter. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein! Zeit zu verschwinden. Alter, und diese Bogenschützen, ey, das ist auch so eine richtige Krankheit. Yeah, ich habe einen Bogenschützen weggeballert. Oh. Nein! Oh, oh, da hinten ist ein Altar, ey. Mit Pfeile, komm. Gönn dir. Gönnung. Brenne. Alter, nein! Jetzt bin ich auch noch in die andere Gruppe reingelatscht. Ich bin weg. Okay, gegen den könnte ich es auch nehmen. Oh, ey. Ey, da mutiert man fast selbst zum Chinesen mit den Aussagen, die man hier macht, Alter. Nein! Alter, hau ab mit deiner Büchse, ich. Sag's dir. Ein Bogenschütze wieder weniger. Jawohl, sehr schön. Boah. Der Dicke mit seiner Zunderbuchse ist auch weg. Sauber.
Die Geister, dass sie die anderen Mönche retten. Ey, ganz ehrlich, denen haben wir es aufgezeigt. Bevor sie ihre Seele. Aber no front, ne? Ich glaube, die Begeisterung, die Freude hält nur kurz. Sehr, sehr kurz. So, wo ist die scheiß Schriftrolle? Also, das war ein Kampf, ne? Alter. Das war ein Kampf, ey. Das, also... Im Prinzip könnte man auch jetzt schon sagen, jo, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, weil ganz ehrlich, wir werden so auseinandergenommen. Und hier waren ja noch nicht mal Onis. Ja, das kommt auch noch hinzu. Hast du sie gefunden? Nee, ich gucke noch gerade. Gibt's doch nicht, Alter. Von so groß ist das Gebiet ja gar nicht. Ja, ich hab sie. Du standst schon fast daneben. Ach komm, Digga. Nee. Da siehst du mal, dass ich schon gar nicht mehr konzentriert bin. Warte mal, ich komm mal. Du standst ja hier vor dem Felsen. Okay, ganz rumgegangen bin ich nicht. Einige meiner Schriften. Ich dachte, sie wären weg. Ja, ich hab auch gedacht, wir wären schon weg in dem Gebiet. Ja. Dachte, wir wären verloren, ey. Aber ganz ehrlich. Das haben wir gerade echt gebraucht. Das war echt aufpuschend. Also. Ja. Aber ich sag mal so, wir haben nun diesen einen Versuch, der jetzt kommt. Ja. Hier, nimm noch was mit. Nee, ich kann nicht. Inventar ist voll. Ach so. Ah, da ist die Fratze. Tatsächlich. Ach, Giosen, Alter, ich will nicht. Nicht unter den Voraussetzungen. Was waren nochmal die Fackeln? Den Geistern stand übel. Oh, nein. Das wird mies. Alter, das wird mies. Als sie einem geheimnisvollen Dorf näherten. Oh, und Feuersehen. Sie ein Schreck. Und der Honigschatz. Oh, nö. So, eine halbe Stunde haben wir. Ich glaube, das muss dann tatsächlich gestreckt werden. Gut, ich würde sogar tatsächlich als allererstes sagen, die Feuerseelen müssen weg, dann die Jünger und dann die anderen Typen. Ja, das Problem ist, zum Ersten, wo sind die Feuerseelen? Gut, eine sehe ich jetzt schon mal. Dann die Jünger. Wie willst du das alles schaffen, ohne die Aufmerksamkeit zu erregen? Das ist das Schwierigste. Kann man die Feuerseelen nicht wirklich mit den Pfeilen vernichten? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe das letztes Mal probiert und es hat nicht funktioniert, also... Weiß ich nicht, vielleicht musst du auch 10-mal drauf schießen, ich weiß es nicht, aber. Ich laufe mal so ein bisschen abseits. Ey, das ist einfach, das ist gerade echt psychische Belastung. Das hat schon nichts mehr mit Spaß zu tun, das ist schon Körperverletzung. Die Geister regnen zu lassen. Oh Mann. Okay, also hier, wo ich bin, ist eine Feuerseele und direkt davor ist der Jünger. Ich wandere mal an den rechten Kartenrand. Aber vielleicht haben wir ja Glück und hier ist kein Oni dabei. Weil ich sehe jetzt im Moment noch gar kein Oni, außer ein paar Hunde. Also normale Hunde und andere Hunde, aber... ich weiß nicht, ob ich das wagen soll mit dem Jünger, ob ich den schon mal abschießen soll und... Keine Ahnung, mit der Hoffnung, dass er mich nicht sieht und dann... Ach, keine Ahnung. Also eine Feuerseele, die ich hier hinten sehe, die kann ich so vernichten. Weil hier ist keiner... Also das Ding steht direkt auf so einem Felsen. Entschuldigung. Das krieg ich so weg. Ja, ich leider nicht. So, 1 von 3 ist weg. Ich weiß nicht. Ansonsten warte, bis ich gleich wieder bei dir bin. Ich kann auch gucken, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen weiterlaufe, aber ich glaube, du bist näher an der nächsten Feuerseele dran als ich. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die nächste steht.
Das sind diese Strahlen, diese roten Strahlen, die in den Himmel ragen. Es sind aber immer noch drei. Ach nee, sorry, das sind die Jünger, sorry. Das habe ich jetzt... Okay. Da wollte ich jetzt mal einen schlauen Move machen und hab vollends verkackt. Jo. Ich sehe die nächste. Alles klar. Warte mal, ich komm mal trotzdem zu dir in die Nähe. Oh, hier stehen aber zwei Typis, die müssen erstmal weg. Angenommen, die bewegen sich nicht weg, dann mache ich mich gleich unsichtbar. Also aus. Okay, einer geht. Ab in die Schatten! Ja, egal, scheiß drauf, Alter. Lass erstmal hier bleiben. Oh. Alter. Aber hat geglückt. Muss man schon mal an der Stelle sagen. Ja. Hat funktioniert. Es hätte vielleicht sogar geklappt, wenn wir gleich ins Gras gegangen wären. Weil ich habe gerade überlegt, die Fähigkeit, die wäre ganz gut für dort hinten gewesen. Weil ich glaube, da hinten gibt es keine Möglichkeit, sich in einem Gras oder so zu verstecken. Das kann sein. Gut, ich verlasse das Gebiet. Ich komme dir hinterher. Genau. Ich laufe hier nur so ein bisschen außerhalb, weil... Da hast du eine größere Distanz zwischen den Gegnern und dir und wirst nicht so leicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da trotzdem Gras. Das wäre schon ganz gut. Ja, ist zwar da, aber... Zu weit weg? Davor. Ne, es ist vor der Feuerseele und quasi vor dem Gras wieder ist der Jünger. Links davon ist ein normaler Gegner. Eieieiei, also das... Dann lass kurz warten, bis sich meine Sache erstmal aufgeladen hat. Dann mache ich, guck mal, dann mache ich das einfach so. Das wird dann zweiteilig. Ich aktiviere hier die Fähigkeit, unsichtbar zu werden. Laufe ins Gras rüber. Dann ist das Ding wahrscheinlich wieder weg. Dann müssen wir nochmal warten und dann kann ich die Feuerseele vernichten. Okay. Also, so kann ich das nicht nachlesen. Okay. Zeit zu verschwinden. Alter. Das Blöde ist, der Jünger guckt halt auch gerade in unsere Richtung. Alter, das war... Alter. Mhm. Das war anders belastend gerade. Hätten wir da nur einen ziehen lassen, hätte er uns gesehen. Eigentlich müsste er uns schon so sehen, aber... Der Jünger macht mir Sorgen, Alter. Geh weg, Alter. Geh bloß weg. Näher dürfte es aber auch wirklich nicht sein, ne? Ja, aber das Problem ist, er wird es halt sofort merken. Das ist halt wirklich das Problem. Beide sogar, eigentlich. Guck mal, dann machen wir es so. Ich kümmere mich gleich um die... Wobei... Willst du dich um die Feuerseele kümmern und ich mich um den Jünger? Können wir machen, aber wenn ich jetzt einen Schlag mache, werde ich dann gleich wieder, also bin ich dann gleich wieder erschienen, also. Das weiß ich nicht. Sichtbar? Das weiß ich nicht. Okay, wir sollten es jetzt machen. Jetzt tut er mit der Schaufel rumschippen. Der Junge ist weg. So, jetzt die Verteidigung für den Mönchen. Ich habe ihn ein bisschen gedamaged. Wir sollten vielleicht ein bisschen zur Küste laufen, so ein bisschen zum Strand. Ach, dieser Scheißköter, Alter. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Ich muss zum Ding, ich muss rein. Das ist unglaublich, Alter. Ja, mach das. Noch hast du Zeit. Ja, das wird sowieso nichts. Ich weiß jetzt schon. 25 Sekunden hast du noch. Ja, sieht gut aus. Alles gut.
Vor allem, ich muss ja wirklich eins sagen, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich unter Druck wirklich spielen oder arbeiten muss. Das ist, es war noch das, nicht das ist wirklich das Schlimmste. Ist oben noch auf dem Gebäude ein Bogenschütze? Ich Nein, glaub, der stand vor der Hütte. Ah, okay. Nur noch eine Hülle. Oh. Ja, wir haben, ey, wir haben jetzt aber wenigstens schon mal einen in der Tasche. In der Tasche. Richtig. Mal kurz hier meine Ding wieder. Vor allem, was ich halt schon wieder ganz vergessen hatte, dass wir nur noch die Hälfte des Lebens haben. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Mm. Okay, der nächste Jünger ist da links hinten, da wo wir vorhin waren. Mit der Feuerseele. Vielleicht sollten wir erstmal. Da wäre es vom Dach aus sogar am besten. Ja. Sofern der Typ sich hier mal wegbewegt. Nee, der schlägt lieber mit den Fäusten um sich. Ich guck mal ganz dezent in deinem Körper mit. Ah, scheiße, meine Fähigkeit habe ich. Nee. Aber ich habe die Fähigkeit noch. Ich geh mal ganz nach oben. Und ziehe schon mal mit dem Bogen auf ihn, weil du wirst ihn wahrscheinlich mit einem Ding nicht kriegen, ne? Das ist richtig. Oder doch? Nein, ich hab ihn getroffen. Ich habe ihn schon getroffen, aber... Okay. Oh nein. Wir müssen rein. Nein. Oh. Ja, sehr gut. Also ganz ehrlich, was die aushalten, ist echt nicht mehr normal. Das stimmt. Ab in die Schatten! Nein! Oh! Oh! Mmh. Hast du's? Da ist noch einer. Okay, da kommt noch einer. Oh! Es wird, wir machen Fortschritte. Es escalated quickly. Vor allem meiner ist eben gerade einfach nicht auf den Typen gegangen, der den Mönch einfach angreifen wollte. Er ist immer noch zwar auf den Dicken gegangen, was ich ja auch als Bedrohung definitiv schlimmer einstufe, aber das war nicht das Hauptziel. Ey, Freunde, ihr wisst gar nicht, wie ich hier mit den Beinen zittere, ne? Das ist so. Man ist so nervös gerade, dass man echt verkackt. Es ist nur noch dieser eine und der Onischatz, ja, den darf man natürlich nicht vergessen. Warte, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Aber ich guck mal kurz, wo welche sind. Also im Gebäude selbst sind zwei Stück. Rechts daneben ist einer, das müsste aber ein Bogenschütze sein oder so ein Bombenwerfer. Und dann der Jünger. Aber ansonsten, es sind glaube ich nur die vier. Also nur. Ne, da hinten. Geradeaus ist auch noch einer. Kann man denn von hier schon ins Haus rein? Würdest du dich dann ins Haus begeben? Dann mache ich hier draußen die Leute fertig. Ja, ich kann mal gucken. Warte erstmal kurz. Ich muss gucken, ob ich eine Öffnung finde. Weil. Bringt nichts, wenn ich jetzt. Ist hier keine scheiß Öffnung? Okay, hier ist ein Fenster. Nein! Oh, fast hätte mich einer gesehen. Okay, alles gut. Noch ist alles gut. Der läuft jetzt an mir vorbei. Das ist so ein Kommandant. So ein General. Mhm. Nein, wer sieht mich denn jetzt? Oh. Oh, Digi. Ich glaube, das ist einer mit dem Schild, Alter. Warte mal, das sind drei. Also draußen sind es insgesamt drei mit dem Jünger, 4, 5, 6 und innen sind es 2, also 8 Gegner.
Ja gut, wir müssen dann bald ins Haus, ne? Also ich wäre jetzt zwar da, aber meine Fähigkeit ist, glaube ich, einfach noch nicht... Meine auch nicht. Aber ich kann uns dann gleich innen drin, kann ich die Fähigkeit benutzen fürs Unsichtbarwerden. Ach so. Dann wäre es vielleicht eigentlich ganz schlau, wenn ich den Jünger erstmal kurz anhitte, damit du ihn wirklich One-Hit kriegst. Sag mal, vielleicht kriege ich das hin. Also, warte, auf meinen Schuss. Oder auf mich. Kam nichts an, aber ich muss jetzt. So, der ist weg. Nein, der hat Feuer. Oh, verdammt. Der Dicke ist weg. Ich sehe halt. Ja, ich seh gar nichts mehr, Alter. Nein! Oh! Komm, wir kriegen das hin. Oh, crap. Der ist weg. Jo, zieh durch. Alter, den habe ich ja bis nach draußen katapultiert. Haben wir? Haben wir's? Haben wir. Alter! Huh. Mein Leben, Alter, mein Leben! Hol dir oben die Heilungstrommel. Alles gut, alles gut. Ich bin wieder... Also so, man hat ja nur die Hälfte des Lebens. Und meine Fähigkeit habe ich jetzt noch, weil die Oni-Kiste wartet ja noch. Genau. Die stand hier ist noch eine irgendwo. Heilungstrommel im Notfall. Weil von der Kiste können wir uns ja entfernen. Das ist ja das Gute. Boah, ey. Ihr wisst gar nicht, wie befreiend das Gefühl gerade ist. Ey, wie kacke ist die denn platziert? Oh, scheiße. Wenn wir die jetzt gleich öffnen, ich benutze für uns beide das Verschwinden, dann können wir erstmal Abstand zwischen die Leute bringen. Okay, alles klar. Erstmal weg hier. Aber gut fest. So, jetzt können wir immer noch die Leute angehen. Oh ja. Oh, das ist... Headshot mit dem Brandfall. Der könnte uns noch... Also die Hunde sind auch wichtig. Alter! Okay, drei Hunde sind weg. Dann ist er hier der Letzte. Ja. Jawoll. Haben wir. Alter. Sauber. Und wir haben immer noch eine Viertelstunde, Leute. Das müsst ihr euch mal geben. Alter. Dann, vor allem die Mission war gefühlt jetzt wirklich schwieriger als die erste. Und wir haben es trotzdem früher geschafft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sogar mit dem Geosis-Fluch First Try. Also, darauf erstmal eine geile Flöte. Ah, oh, ja, mindestens. Dafür will ich jetzt aber auch wenigstens was haben, was sich lohnt. Nicht so wie in der ersten Mission. Ja. Komm, gib mir den guten Stuff, komm. Oh, ein 88er Kürbis. Warum krieg ich das nicht, Mann? Ach, Leute. Ey, aber egal, ob wir jetzt gute Belohnung bekommen haben oder nicht, wir haben es gerockt, wirklich. Also wir haben es gut hinbekommen, sehr gut sogar. Besser, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also eigentlich... Wenn ich an das zweite Kapitel zurückdenke, gut, ganz ehrlich, nee, das war ja grauenhaft im zweiten Kapitel. Alter Schwede. Oh, und ich habe ein Windkatana, was sogar die Mondkampfhaltung beinhaltet, bekommen. Schön. Das nehme ich doch gleich. Wow, Krähenfüße, die ich nicht brauche. Cool. Mal wieder. Sauber.
Okay, bogentechnisch, diese Munition dieser Waffe durchdringt Helme. Ist ab 85er Bogen. Fernkampf, Geschosstempo. 19. Ja, ich. Weiß ich nicht. Warte mal, kann ich noch mal randomisieren? Dann ist er nämlich vielleicht auf meinem Keyword. Was kostet das? 175, 80 und. Ja, komm. Die Munition dieser Waffe durchdringt Schilde. Hm. Okay. Okay, Freunde, ich probier's nochmal. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück, was diesen Perk angeht. Ah, leider nicht. Vorhandene Eigenschaft behalten oder geschärfte Munition. Was ist denn geschärfte Munition? Ich bin noch am Überlegen. Ultimativer Angriffsschaden habe ich bei mir bei dem jetzigen Katana plus 14%, wenn ich jetzt doch, auf was anderes. Hast du? Ja, man kann die beibehalten und es nochmal versuchen. Gut, hat jetzt ein bisschen was gekostet, aber egal. Sehr gut. Sehr gut. Nachladetempo plus 20%, Zieltempo plus 20%. Sehr gut. Alles klaro. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann. Tja, ich weiß nicht. 80er Kürbis. Sauber. Sauber, wirklich. Dann holen wir unsere Aufgabe ab. Bringe Gegner mit Tarnangriffen um. 0 von 50. Ich glaube, die tue ich randomisieren. Töte Gegner mit Attentaten von oben. Naja, ist auch nicht gerade besser. Ja, also es war jetzt noch nicht wirklich was dabei, wo ich sage, wow, Alter, das ist nice, so. Aber das Windkatana mit der gleichzeitigen Mondkampfhaltung ist nicht schlecht. Den Bogen habe ich jetzt wieder auf 84 hochgepitcht. Ja, und der heilende Kürbis auf 88. Ja, ist gut. Bin jetzt um 4 Keywerte hochgestiegen, glaube ich, ja. Ich glaube, das Problem ist auch, ich habe so ein Gefühl, dass wenn man, sage ich mal, die Sachen behält, die jetzt einen auf 79 beibehalten, dass man, sage ich mal, Sachen bekommt, die nicht weit höher sind. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Keyword von 85 ist, dass man dann erst Sachen im Wert von 90, 95 bekommt oder so. Also, je weiter man hochkommt, desto ja, bessere Sachen bekommt man erst. Vielleicht bekommen wir deswegen nicht so gute Sachen im Moment, weil wir auf derselben Ausrüstung geblieben sind, wie wir es jetzt vorher hatten. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Ja, ich könnte den Talisman könnte ich jetzt noch ändern und dann würde ich noch 3 Key-Werte steigen, aber ja, ich sag mal so, den ich jetzt habe, immer noch auf Stufe 69, ultimativer Angriffsschaden wird um 20% erhöht und Feuerschaden plus 10. Ja. Und wenn ich jetzt den 86er Talisman nehmen würde, ja, kriege ich ein perfektes Paradefenster von plus 7%, das war's dann. Und keine Ahnung, also das ist es mir irgendwie nicht wert. Ja, verstehe ich. Bin auch gerade am Überlegen, ich habe eine 84er Haftbombe, aber wäre es jetzt eine Rauchbombe gewesen, hätte ich sie genommen. Einfach wegen. Ja, gerade wie schon im zweiten oder dritten Kapitel, wenn einfach zu viel auf uns zukommt, dass ich die schmeiße und kann vielleicht ein oder zwei mit kritischem Schlag oder Attentat gleich wegsnacken. So, das ist ja das eigentlich mit die beste Eigenschaft von der Rauchbombe. Entweder abhauen oder gleich zack, weißt du, einfach gleich abmurksen. Aber da es eine Haftbombe ist, bleibe ich dann doch lieber wahrscheinlich erstmal beim Dreckwurf. Ja, doch. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Ich schau mal kurz. Ich überlege gerade, ob ich noch. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Nahkampftaumelschaden und normalen Taumelschaden? Das verstehe ich gerade nicht. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich das auch nicht weiß.
Nahkampf, Taumelschaden. Möchte versuchen, die Nahkampfeigenschaft zu bekommen. Nahkampfschaden, ja, sauber. Jetzt mache ich mit meinem Katana auch noch plus 11,2% mehr Nahkampfschaden. Sehr schön. Also das Randomisieren ist eigentlich, glaube ich, dann doch ein ganz wichtiges Feature, um einfach mit der Währung, die man hat, egal ob es jetzt die Essenz der Segen oder was ist das andere, Ehre, egal welches von den dreien, die sind wichtig, um einfach die Ausrüstung, die man hat, neu zu modifizieren. Und ich merke das gerade echt wirklich bei meinem Bogen vor allem und jetzt beim Katana. Wenn es nämlich Eigenschaften hat, was jetzt nicht so gut ist, aber du es trotzdem gern behalten möchtest, weil es zum einen eine Mondkampfhaltung hat, gleichzeitig aber auch ein Windkatana ist, und ich sag mal so, plus 17% Taumelschaden und plus 11,2 Nahkampfschaden noch dazu, das ist schon nicht schlecht. Und dieser Taumelschaden ist gerade wichtig für die Mondkampfhaltung. Plus ja, den Nahkampfschaden als Bonus könnte gut fetzen. Ja, wir haben es geschafft. Und das sogar noch innerhalb des Zeitlimits. Ich bin überrascht. Ich bin begeistert. Das, was sogar eigentlich beim ersten Anlauf geschafft haben. Also ohne jetzt das zu beachten mit dem, dass wir jetzt zweimal verkackt hatten. Aber wir mussten die Mission nicht nochmal von vorne starten. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Wir haben das dritte Kapitel mit Geosens Fluch, mit der Hälfte des Lebens, mit den Mönchen, mit der Oni-Kiste und dem zweiten Kapitel, wo wirklich alles wirklich kacke lief am Anfang mit dem Bären, was sogar noch schwieriger war. Ey Leute, das haben wir gerockt. Vergiss nicht die Feuerseelen. Und die Feuerseelen noch dazu. Also wir haben das echt gerockt und das lässt mich wirklich positiv in die nächste Mission blicken. Weil wenn wir das gut hinbekommen haben, dann kriegen wir alles andere eigentlich auch hin. Ja, das gut. Mal gucken, wie sich dann später in Yarikawa wieder so schlägt, ne? Ja, aber guck mal, selbst die Mission war mega schwer. Aber wir haben es halt einfach geschafft und das ist ja das, was so motiviert. Und deswegen freue ich mich auf die kommenden Missionen. Gut, wovor ich ein bisschen Bedenken habe, sind die Missionen. Aber da haben wir ja gesagt, dass wahrscheinlich erst nach Abschluss der Mission auf Gold, weil wir dann schon auf einem gewissen Keywert sind, wo wir sagen können, wir können uns dem entgegenstellen. Ja, ich glaube nicht, dass das innerhalb der Story-Kampagnen sinnvoll wäre. Weil vorhin, in dem ersten Kapitel, ich habe gegen diesen gelben, ich glaube, es war ein gelber Bogenschütze, ich habe gegen den Typen, ich glaube, 6-7 Hiebe gebraucht, bis der stirbt. Ja. Ja. Das ist echt abnormal. Und deswegen habe ich jetzt auch, obwohl ich eigentlich das Mondkatana gerne behalten wollte, habe ich das jetzt erstmal genommen, das Windkatana, wo ja zum Glück eine Mondkampfhaltung mit drin ist und ich jetzt sogar noch zwei zusätzliche Eigenschaften habe, die sehr gut sind. Also, was das angeht, ich denke, das sollte schon was bringen. Gut. Ich für meinen Teil würde es jetzt nicht noch, sag ich mal, mehr in die Länge ziehen wollen, als, sag ich mal, die Aufnahme ohnehin schon geht. Als Abschlusswort, ich finde, es hat klappt und freue mich auf die nächste Mission, auf die nächste Aufnahme. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und habt gefiebert wie wir. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich bin jetzt erstmal raus und macht es erstmal gut. Ja, die nächste Mission ist dann wieder in der Kombination mit den Elementarkamis. Da ist uns ja auf der Schwierigkeitsstufe Silber der erste leuchtende Oni entgegengetreten. Wenn das wieder der Fall sein sollte, mal gucken.
Bin gespannt. Aber nichtsdestotrotz, erstmal abwarten. Gucken, vielleicht kriegen wir es ja wieder in einem Rutsch hin, vielleicht auch nicht. Bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Let's play Ghost of Tsushima Legends.